Nalgein Eierhälse, da sind wir mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Luna spielt Indie-Horror, Quatsch, den er vor Jahren schon mal gespielt hatte. Aber es gibt eine neue Version. Denn ihr könnt euch sicherlich noch an das Indie-Horror-Game erinnern, The Cursed Forest. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem alten Spiel, was ich damals mal gespielt hatte. Das ist ein Scheißhaus. Ich gibt's da ja irgendwas Schönes. Da kommt plötzlich ein Gesicht aus dem Kackhaus, ich glaub's auch. Und jetzt geht's im Prinzip mit einer neuen editierten Version weiter, die auf jeden Fall länger geht als die alte Version. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns hier erwartet. 2019, Section 1. Nehmen wir die einfach mal. Oh, mit Filmsequenzen! Ja, nice. Auch wenn ich hier sicherlich einige Leute vergraulen werde wegen meinem Gelaber, aber ich finde den Artstyle echt schön. Ja Mensch, wer kennt sie nicht? Die Abkürzung, die in den Wald führt. Und dann ist es nachts und man ist im Arsch. Berühmter Backwood-Horror schlägt wieder zu. Oh, Alter. Handelt aber jemand seine Geige vom Feinsten, ey. Jo, der kursende Wald. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es hier interessant genug wird, dass wir einige Projekte oder einige Stunden daran sitzen können. Ich habe mega Bock, mal wieder was Längerfristiges aufzunehmen. Nicht nur diese kurzen Indie-Horror-Scheißdinger, sondern wirklich mal was mit Gehalt auch. Und da das Spiel jetzt erst rauskam, dachte ich mir, gucken wir uns den Scheiß einfach an. Wir sehen auf jeden Fall einen blutenden Apfel. Klingt sexy. Ich bin mal auch mal gespannt, ob das Spiel genauso anfängt oder ähnlich verläuft wie die damalige kostenlose Version, die ja schon ziemlich gut aussah, die wurde ja mit CryEngine gemacht, ist das Spiel jetzt auch wieder. Sah auf jeden Fall sehr schick aus, muss ich wirklich gestehen. War auch eine der Indie-Überraschungen zu der Zeit damals. Das ist aber echt schon wieder 5 Jahre her oder 4 Jahre. 4, 5 Jahre auf jeden Fall her, wo der ganze Wix mal rauskam. Und deswegen bin ich gespannt, ob sich da grafisch was entwickelt hat. Was es aber nicht muss, weil es schon damals sehr schick aussah. Aber vor allem vom Gameplay. Auf jeden Fall sind Teddybären sehr gruselig, wie wir festgestellt haben. Ich kann mich schon bewegen. Wir haben sogar einen Körper, was ich sehr cool finde. Und uns das Knie aufgeschürft, was ich nicht sehr cool finde. Man sagt zwar immer, ist ja nur eine kleine Schürfwunde, aber ihr wisst gar nicht, wie so toll sowas wehtun kann, ey. So, wir haben hier auf jeden Fall Scheiße gebaut. Abgekackt mit dem Auto. Boah, die Maus, denn sie ist phänomenal gut, aber es ist, sieht schnieke aus und ja. Bin mal gespannt. Wir können auf jeden Fall sprinten. Und er speichert von alleine, was ich schon mal sehr gut finde. Lagerfeuerchen. Oh! Ich hab das Feuer ausgetreten und dabei geschrien wie ein Vibe. So, hier liegt auf jeden Fall Benzingelumpe rum. Nichts, was wir gebrauchen können. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter den Weg runter.
Wir können sogar hüpfen. Oh, guck mal, da liegt was. F oder X, um zu benutzen. Ach du Scheiße. Die Texte sind natürlich sehr unschön aufgeschrieben, muss ich gestehen. Hätten sie besser machen können. Egal. I was scared to stay out in the open. I have a feeling that someone is watching me right from the trees. The way through the cliff seems like a good idea. I should allow me to get out of here faster and stay unnoticed. When I tried to traverse the cliff, one of the stones fell on my leg. It's like the place itself won't leave. My leg isn't damaged, but the stones has pinned my leg pretty badly. I have to free my leg before something else falls. Die lustige Sache ist immer, ich find's immer schön, wenn sich so Spiele durch irgendwelche Notizen auszeichnen können, um ein bisschen Story voranzutreiben. Andererseits, ich find's aber krass, wie weit wir hier raufklettern können. Kann ich hier auch komplett hoch? Nee, okay, ist eine unsichtbare Mama. Wer schreibt denn im Wald Notizen auf? Jetzt mal ganz ehrlich, also mir würde niemand einfallen, der einen Notizzettel bei hat und irgendwelche Tagebucheinträge hinterlässt. Es sieht auf jeden Fall sehr organisch gewachsen aus, das gefällt mir schon mal. Hier gibt's eine Höhle, oh. Ich guck mal kurz, wie lange wir sprinten können, ob wir irgendwann außer Puste sind. Ja, jetzt zum Beispiel, ah nee, doch nicht. Okay, hab mich geirrt. Wir können echt lang sprinten im Vergleich zu anderen Horrorspielen. Oh Gott, ever since I started researching and writing about abandoned places, there's always been one in particular that I wanted to visit. I heard many stories about the place, everything from cars mysteriously breaking down as they tried to pass through, to zebras venturing into the forest, never to be seen again. Also, gibt eine Menge Unfälle hier und mysteriöse Plätze und wenn da mal ein Auto sich verirrt hat, dann runter und nie wieder gesehen. Then there's the tale about the settlement itself, the people that lived there were building a railroad. Until one day they all disappeared without a trace. Also hat wohl schon mal jemand hier Eisenbahn gebaut und sind alle spurlos verschwunden. The incident has almost been forgotten now, discarded as an urban legend, a ghost story to keep children from staying too far into the woods. Ja, also ist seitdem nicht mehr viel von gehört worden und nur noch Geistergeschichten, um Kinder von den Wäldern fernzuhalten. Naja, for the opportunity to finally visit the area, who knows, maybe I'll even solve the mystery of what happened here. Na, vielleicht krieg ich es ja raus, was hier passiert ist. When I first entered the settlement, I couldn't believe how many things had been left behind. Als ich zum ersten Mal herkam, konnte ich nicht fassen, wie viele Dinge hier einfach übrig gelassen wurden. Komplette Häuser verlassen, alle Familien, also alles, was so zur Familie gehört, ist noch drin gelassen worden. I find it hard to believe that these people would have left all their worldly possessions of their own free will. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass einfach alle Leute einfach so ihre Sachen aus freien Stücken zurückgelassen haben. I feel as if every step I take leads me closer to discovering the truth. Es fühlt sich so an, als wenn jeder Schritt, den ich gehe, mich näher an die Wahrheit führt. Still, no matter how exciting I find my discoveries, I feel uneasy in this place as I've been watched. Also, es ist eigentlich relativ wurscht, wie aufregend ich die ganze Sache hier finde. Ich fühle mich einfach irgendwie unwohl, als würde mich jemand beobachten. On the outskirts of the settlement territory, I have made an incredible find, a set of altars. Oh, hier draußen in dem Gebiet, habe ich einen unglaublichen Fund gemacht. Ein paar Altare quasi, die aufgebahrt wurden. They look older than anything in the village, as though they were here long before the settlers were. Also es sieht auf jeden Fall aus, als wenn die hier schon viel früher da waren, als die ersten Siedler hierher kamen. Also als bevor die Siedler herkamen, sieht so aus, als wenn, ihr wisst, was ich meine. Out of the curiosity, I lit on one of them. And as I did, the ground began to shake. Almost as blah blah blah, there had been a small earthquake. I'm sure it was nothing more than a coincidence, but still standing in the light of the altar, I felt relief. As if I were safe from the terrible presence that has been following me. Ja, er hat auf jeden Fall Licht gemacht, es begann die Erde zu beben und irgendwie fühlt er sich unwohl und er glaubt, dass es vielleicht schon ein unglücklicher Zufall war, aber fühlt sich auf jeden Fall immer noch unwohl, als er da im Licht des Altars stand und das Gefühl hatte, jemand verfolgt ihn. I think the altar should be an important clue as to what happened here all those years ago. I will have to do more research tomorrow. Gut. Also er glaubt, dass die Altare irgendwie auf jeden Fall ein Hinweis dafür sind, was hier passiert sein könnte und er wird morgen sich weiter umschauen. Alles klar. Story FTW und es wird verdammt dunkel hier gerade. Das Schlimme ist, ich habe noch Gegenlicht, damit man mich überhaupt erkennt hier. Die Sache ist bloß die, ich werde geblendet und im Dunkeln geblendet zu werden ist immer so eine richtig feine Sache, Leute. Und ich weiß, dass man auf YouTube wahrscheinlich mehr sieht. Das Problem ist bloß, Windows 10 setzt die Dunkelheit bei Vollbildanwendungen irgendwie automatisch immer runter. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Das Einzige, was ich machen könnte, ist im Fenstermodus zu starten. Problem ist bloß, der Fenstermodus ist nicht randlos in diesem Spiel. Sondern ich habe da nach oben, unten, links diese fetten Ränder und das sieht irgendwie komisch aus, weil es dann auch ein bisschen verzogen ist auf Full HD.
Hat der Felsen geblutet oder kam da gerade Schotter runter? Das sah so ein bisschen rötlich aus. Ist ja wunderbar hier. Aber ich finde es auf jeden Fall ambientetechnisch und grafisch schon mal sehr schön. Ich bin gespannt. Es kommt wirklich an das alte The Forest ran. Von damals. Und ich höre komische Geräusche aus den Wäldern. Da ist ein Hütchen. Das kommt mir auch stark bekannt vor, aber da vorne leuchtet ein Licht. Mami? Warum setzt die gruselige Musik ein? Alter. Also die Atmos ist wieder schneidend wie eine Axt, ey. Im Walde, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir haben hier eine Art Map. Wir sind jetzt hier ein Schlüsselsymbol. Nee, es ist das Map-Symbol. Hier ist so ein See mit einem bösen Fisch. Hier ist ein böser Hase oder sieht aus wie ein böses Kaninchen. Hier ist ein lustiges Gesicht, kleine Herzchen, ein dunkler Hirsch. Schön, schön, schön. Sonst noch irgendwas, eine Lampe? Kann ich die mitnehmen? Wäre eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Scheiß Vögel, ey. Ab und zu gibt es mal kleinere Lags für den... Wir kennen doch das Klo noch aus dem alten Teil. Ich erinnere mich. Ob hier das Mädchen mit den langen Haaren drin ist, das aus dem Scheißhaus zu mir hochlugt. Unschön wär's. Man kann ja nie wissen. Also es hat sich... Hat sich das Ding jetzt von allein bewegt oder habe ich es irgendwie umgestoßen? Und hat er gerade gemacht? Okay, das Haus sieht unbewohnt aus. Eine Karotte! Tür? Ich habe eine Karotte im Inventar. Rod, Sprachenlernbubble. But not for you. Okay, das heißt, die Karotte ist wahrscheinlich für den Hasen auf der Map zuständig. Wir können also die dunklen Wälder oder die Geister des Waldes vielleicht besänftigen mit irgendwelchen Gaben, wie eine alte Karotte. So, there was a strange atmosphere in the settlement today. The people seemed more subdued and silent than usual. Although it could have been a projection of my own foreboding. Foreboding? Mein Englisch ist immer, falls ihr mich noch nicht kennt, on point. Also es war auf jeden Fall heute eine sehr merkwürdige Atmosphäre und die Leute schienen wohl ein bisschen schweigsamer als üblich. Kann aber auch natürlich nur meine eigene Einbildung sein, beziehungsweise, ja. Sarah spread Hammond plays on my mind so much that out of the corner of my eye I could swear I saw her sitting in my room, but when I looked, of course, she was not there. Also er hat sich eingebildet, da irgendjemanden aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. I will need to approach her father about his attitude towards her. He is a harsh leader and no different in his parenting. Also er ist auf jeden Fall, er wollte ihren Vater darüber mal befragen und er ist auf jeden Fall ein strenger Anführer und ja, auch wohl scheinbar ein strenger Vater. While the villagers seemed enraptured by his vision, I am less convinced and find it hard to trust his word as certainly as the others. Also ihm fällt schwer, seine Worten Glauben zu schenken, auch wenn den Einwohnern, die ihn als Seher betrachten. Blablabla, streets were quiet today in the night. They seem to have come alive. When I left my house to inquire as the commotion, the noise faded into nothingness. As blablabla, it had never existed in the first place. Tomorrow I will have to be braver and speak to Sarah's father. Then perhaps a feeling of unease will leave me and the innate blablabla. Things have been happening here. We show themselves to nothing. Blablabla, blablabla. Er will morgen nochmal mit dem Vater reden und hofft, dass dann sich alles hier ein bisschen bessert. Auf jeden Fall ist es nachts sehr gruselig, er hört komische Geräusche und hier liegen Karten rum und Keksdosen und schöne Beleuchtung auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, glaube ich, hier nur die Karotte gefunden und so ein bisschen Story über Sam... Baby! Bubble! Kann ich die Tür zumachen? Kann ich das wieder einsperren? Alter! Kindergarten-Kackerwurst! Da kriege ich ja direkt einen... Sprachliche Entgleisung. Hör auf zu piepen, Wetterstation. So, hier ist wieder Feuer. Die Frage ist, wenn ich drauf trete. Das klingt immer so süß. So, von da kam ich ja. Deswegen werde ich mal hier weiter rennen. Warte mal. Bevor ich in die falsche Richtung latsche. Wir gucken noch mal an die Tafel. Die war ja da vorne. Genau, und ich bin ja jetzt bei der Tafel, es erinnert mich wieder an dieses, an Forgiving, noch von Hymnen.
Also wenn ich nach oben weitergehe, von da kam ich, genau. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich Richtung Haus gucke, hinten rechts weitergehen. Warum reißt er die Tafel nicht eigentlich ab? Das heißt, nicht da lang. Aber warte mal. Wenn ich mich zum Haus drehe, ist die Tafel. Nach oben geht's, also rechts lang. Von da bin ich gekommen. Nach links ist der komische Fisch. Genau, von da bin ich gekommen. Nach links ist der Fisch, das ist hier. Das heißt, vom Haus aus und dann den rechten Weg lang. Da geht's zum Hasen, weil ich habe die Karotte. Und die werde ich jetzt auch benutzen. Übrigens habe ich schon erwähnt, dass ich das ganze Projekt hier, genauso wie die zukünftigen langen Projekte, ungeschnitten lasse. Das heißt, ihr werdet mein Gelaber ertragen müssen. Ich werde viele Sachen nicht cutten, da es bei solchen Spielen, im Gegensatz zu Indie-Horror-Games, die Atmosphäre zerstören würde. Mein Gelaber tut es ja so schon genug. Aber nichtsdestotrotz mache ich das lieber so. Denn... Oh, die Atmosphäre ist wirklich gut. Moment mal. Da ist was. Seht ihr das? Da ist irgendwie so ein Schattenviech. Das aussieht wie eine lebende Gestalt. Was? Oh Gott. Das ist eine Höhle. Och man, die Texte sind immer sogar zweiseitig. Ich krieg ihn zu viel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wirklich wollt, dass ich alle Texte vorlese oder ob ihr sagt, überfliegt's lieber und fasst es am Ende zusammen, weil es ist echt viel vorzulesen, muss ich gestehen. My father never liked my frequent trips into the forest as a deterrent. He used to tell me tales of feral wolves that roamed through the trees, hunting in packs and ripping apart any animal. Okay, ja, also der Vater mochte Waldspaziergänge nicht, hat deswegen immer irgendwelche Geschichten von wilden Tieren erzählt. A human they encountered. To this day, I believe that the wolves were nothing more than stories told by overbearing parent because I never saw, heard or sensed their presence. Also er glaubt nicht dran, dass er Tiere im Wald waren, weil er hat es nie selber erlebt. I think that because the forest has always been a beautiful and peaceful place to me, exactly the way I imagined it from my books, not the dangerous place I was told existed beyond the tree line. Every step I take deeper into the forest highlights its beauty. The sweet smelling flower, the harmony of singing birds, the squirrels that jump skittishly from one tree to another, and even the insects that find their heaven amongst the varied plants. Also er hat den Wald auf jeden Fall als sehr viel schöner wahrgenommen als aus den Geschichten, genauso wie seine Bücher es beschreiben, als sehr friedlich und schön und schöne riechende Blümchen und sogar die Insekten und alles ist herrlich hier in dem Wald, ist da richtig Knorke, wa? What particularly sunny day, und ganz ehrlich, wenn ich etwas an dem Wald hasse, sind es Insekten. Ich meine, ich liebe Wälder, ich spaziere gerne durch den Wald, aber Insekten, widerlich. Wenn die mir so ins Ohr fliegen und ins Gesicht rumkrauchen und dann über den Körper, krabbelige Insekten. Man kann mich echt vor, weiß ich nicht was stellen, aber Insekten sind widerlich. One particularly sunny day, I was walking in the forest when I heard a noise from the bushes. Also erstmal irgendwann rumgelaufen, hat auch immer aus dem Busch Geräusche gehört. It was not the rustling of wind on leaves, but something lurking in the undergrowth. Also es war nicht das Rauschen des Waldes, sondern irgendwas hat da im Unterholz gewartet. My mind, though normally calm amongst the trees, immediately jumped to thoughts of wolves waiting to pounce. I took a cautious step back and as though I had suddenly seen its chance to escape, a rabbit jumped from the underbrush and bolted for its hole. Also, er hat irgendwas im Busch gehört und dachte, jetzt kommt da gleich ein Wolf und im Endeffekt, es war nur ein Hase. Next day I returned with a carrot for the rabbit and placed it in front of its home. Within 30 minutes it reappeared, sniffing the food cautiously and allowing me to get a better look at it. Its coat was shining, silvery gray, and around its right eye was perfectly circular patch of black fur. Within 2 weeks, it was eating out of my hand. The rabbit's bravery was short-lived. Its comfort and the presence of humans made it an easy target for a settlement hunter. Something I think animals deserve more sympathy than humans. Ja, also er hat auf jeden Fall den Hasen gefüttert mit einer alten Karotte, hat sein Fell begutachtet, schön, glänzend, silberscheinend, mit einem kleinen schwarzen Tupfen über dem rechten Auge. Und nach kurzer Zeit hat er ihm schon quasi aus der Hand gefressen, nachdem er erst sehr vorsichtig war. Aber naja, wie das nun mal so ist, ist er leider den Jägern zum Opfer gefallen und er glaubt, Tiere haben mehr Sympathie verdient als manche Menschen. Und jetzt werden wir uns mal hier das Kanickelchen angucken. Da ist deine Karotte. Geist des Waldes. Oh, er hat die Karotte gefressen. Hallo Hase, bist du lieb zu uns? Ich hab dich doch gefüttert.
bist ein ganz braver, ne? Er hat mir was zurückgeschenkt. Ein Skelettarm. 1 von 6. Von 2? Okay, also er war lieb zu uns und hat mir was... irgendein Leichenteil geschenkt. Vielleicht müssen wir hier Leichenteile finden. Einfach setzt hier gerade so eine Slenderman-Stimmung ein. Wir müssen Zettel an den Wänden finden und ja... Jetzt gehe ich einfach mal hier lang weiter. Nach oben in der Hoffnung, da finde ich irgendwas Schönes. Aha. Sind das diese Altare, von denen gesprochen wurde? Ich kann hier speichern. Aha. Ich speichere also mal, liebe Leute. Und da das hier schon... an der Stelle... Okay, es kann hier nicht pausieren, wie mir scheint. Was ich ziemlich ärgerlich finde. Aber ja, wir haben hier schön gespeichert und für einen ersten Eindruck des Spiels gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Atmosphäre ist dick. Die Story ist ein bisschen sehr über Texte erzählt, muss ich gestehen. Finde ich ein bisschen sehr lang, aber interessant trotzdem noch. Ich hoffe, dass es in Zukunft nicht allzu krass zu lesen ist. Soll ich es weiter so machen? Soll ich einfach nur auf Englisch durchrattern? Soll ich am Ende nur zusammenfassen, rausschneiden? Schreibt es mir mal in die Kommentare, vor allem wie ihr das Spiel findet, wie ihr auch findet, dass ich endlich wieder mal ungeschnitten mache. Gefällt es euch gut oder soll ich weiterhin Längen rausschneiden? Alles dazu bitte in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat als Neuankömmlinge, dann könnt ihr gerne, weiß ich nicht, Daumen hoch, abonnieren, mit Scheiße beschmieren, masturbieren, irgendwie sowas. Wir sehen uns auf jeden Fall. Dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.